Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist eine neue Ausgabe von mir und Open Country. Ja Leute, gestern habe ich ein bisschen verdorbenes Wasser gesoffen. Hier heißt es, Parasiten können unangenehme Krankheiten auslösen, dein Körper wird nach einiger Zeit mit ihnen fertig werden, aber bis dahin wirst du keine Nahrung bei dir behalten können. Das klingt schlecht. So, also offensichtlich muss ich jetzt in nächster Zeit mehr essen, beziehungsweise mehr kotzen. Und übrigens auch vielen Dank an Daniel Dietrich, der hat sich diese Episode nämlich angesehen und hat gesagt, ich solle doch häufiger mal die V-Taste bemühen. Die würde nämlich mit dem Jägergespür mir so ein bisschen die Objekte in der Gegend anzeigen. Jetzt pass mal auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Als allererstes machen wir interagieren, ausruhen. Wie lange will ich schlafen? Ich will länger schlafen, wenn es irgendwie geht. Geht das? Wie mache ich denn das? Ah ja, ich will schlafen, bis es hell ist. Space. So. I'm hungry. Gut. Und jetzt wird es offensichtlich auch gleich hell. Nein, ich bekomme erstmal Hunger, weil ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Vor lauter Hunger. So, ich esse dann erstmal die Beeren. Beziehungsweise noch besser wäre es ja eigentlich, wenn ich mit dem Lagerfeuer nochmal interagieren könnte. Ich könnte mir ja was zubereiten. Zum Beispiel Pilze. Dafür brauche ich Zweige. Für Zweige wissen wir ja jetzt, danke Herr Daniel, V. Ah, toll, super. Funktioniert nicht, weil... Ah, ja, gut. Zum Glück gibt es noch ein, zwei Zweige hier in der Gegend. Weil... Boah, ich sehe schon schlecht vor lauter Hunger. Weil ich das erst benutzen kann, wenn quasi mein Energielevel es zulässt. Ich finde es ehrlicherweise voll beknackt, dass man sich keine Zweige hier aus Bäumen schlagen kann. Das ist doch nicht realistisch. Naja, gut. Okay, jetzt probieren wir mal, ob ich jetzt vielleicht was zubereiten kann. Lagerfeuer. Hier, Lagerfeuer. Interagieren. Zubereiten. Pilze. Jawohl, das geht. Backrezept. Aha. Okay, jetzt müsste... Ah ja, das sind die Pilze. Und jetzt, das habe ich auch gelernt, das hat mir auch Daniel verraten, ich solle doch warten... Bis hier quasi steht, gegrillte Pilze. So, ich suche mal noch ein paar Stickies. Beziehungsweise ich kann auch schnell, Moment, ich kann schnell ein bisschen was essen. Ein paar Beeren habe ich ja. Genau. Kann ich denn jetzt vielleicht schon wieder? Ah, seht ihr, hier, V. Nicht schlecht, oder? Jägergespür. Zeigt mir immerhin mal an, was hier so rumliegt. Und jetzt habe ich hier schon mal zwei Zweige. Das ist sehr gut. Und jetzt könnte ich hier interagieren, zubereiten. Ja, genau. Noch mehr Pilze. Zack und zack. So, da sieht man sie. Da sind die Pilze. Die esse ich dann gleich und dann müsste das passen. So, jetzt gehen wir auch kurz ins Tab Gesundheit und sehen hier empfohlene Behandlung. Also kurzum, ich habe die scheiße Rittis und soll mir jetzt ein improvisiertes Medikament bei Magenverstimmungen herstellen. Hier. Äußerst starkes Gebräu. Echinacea. Was? Echinacea, Berberitze und sauberes Wasser. Na gut. Okay. Dann würde ich sagen, warten wir es mal ab. Vielleicht essen wir erstmal kurz was. Das wäre wahrscheinlich das Beste, was ich tun kann. Wir schauen mal. Hier, gegrillte Pilze. Die kann ich jetzt verzehren. Das sind noch normale Pilze, die auch. Gut. Also, ihr seht schon, rechts unten. Mein Balken in Sachen Essen baut sich wahnsinnig schnell ab. Ich habe quasi permanent Hunger. Gegrillte Pilze, die kann ich jetzt auch essen. Und die auch. Jetzt bin ich zum Beispiel wieder voll aufgeladen mit in Sachen Essen. Aber ihr werdet sehen, das hält nicht lange an. Ich glaube, ich speichere mal lieber, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Interagiere nochmal mit dem Ding. Ausruhen. Und versuche dann mal so zu schlafen, bis es hell wird. I'm hungry. Ja, klar. Logisch. Ich bin so hungrig. Scheiße. Oh, ein Hase. Das wäre eigentlich vielleicht ja gar nicht mal so schlechtes Essen, aber der Hase ist schon verschwunden. Fuck. Also gut, kann ich das hier anwenden? Nein. Aber den Bärenstrauch pflücken, das geht. Immerhin. Das ist auch was zum Essen. Zack. So, ein bisschen was hat es auch gebracht. Ich würde sagen, vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, sich jetzt wieder der Mission ein bisschen zuzuwenden. Ich kann ja auch mal gucken, ob ich irgendwo... Ja, Hunger. Oh, das nervt ja gar nicht.
Jetzt habe ich hier einmal, wenn ich bloß wüsste, wo es jetzt hier Echinacea hat. Als Felsen. Das wäre jetzt natürlich cool, wenn ich ein bisschen Echinacea finden könnte. Um mir dieses Ding dazu zu bereiten. Dieses improvisierte Magenmittel-Gedöns. Na gut. Also ich versuche jetzt mal hier in Richtung dieser Markierungen zu marschieren. In der Hoffnung, dass ich noch so ein paar Beeren finde hier und da. So wie hier. Der Berizenstrauch. Ich würde gerne auch vielleicht einen. Ah ja, sehr gut. Beerenstrauch. Einen würde ich gern behalten. Von diesen Berberitzen, weil es hieß ja, das brauche ich für dieses Zeug hier. Ah, ich brauche sogar vier. Shit. Und vier Echinacea. Wo finde ich diese Echinacea? Das habe ich noch gar nie gesehen. Da haben wir Zweige, dann nehmen wir auch welche mit. Finde ich schon wichtig, diese blöden Zweige. Danach habe ich ja in der gestrigen Episode gesucht, wie so ein Irrer. Ah, wieder ein Bärenstrauch. Packen wir gleich wieder gleich Mampfen, in der Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird. Wird es aber nicht. Oh, Moment, halt, da war irgendwas. Ich hab's hier, Berberitzenstrauch, gut. Zwei von vier. Die Echinacea, das habe ich noch gar nie gesehen. Auch ein paar Pilze wären ehrlicherweise wieder ganz gut. Ich habe nämlich alles verballert. Moino Cliffs. Ja, wir marschieren mal dahin. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Hoffentlich sind die Wölfe. Du bist in der Nähe von Lupus Clearing. Das ist genau das, wo die Wölfe die ganze Zeit rumlungern. Beziehungsweise, oh, ich kann sie schon hören. Ich kann sie schon hören, schon wieder. Scheiße. Oh Mann! Bin schon hier in richtigen Schwierigkeiten. Jägergespür. Ja klar, soll ich mich das Spiel will mich voll verarschen. Hier, Berberitzenstrauch. 3 von 4. Oh, Hase. Was ist das? Eine Spur. Spur lesen. Wapiti! Entdecke den Wapiti, bring den Wapiti ein. Aha, okay. Ganz nebenbei komme ich offensichtlich meiner eigentlichen Mission ein bisschen näher. Spur lesen. Da. Hier, da leuchtet es doch. Spur lesen. Wapiti. Ist in diese Richtung gegangen. Boah, wenn ich bloß irgendwie was zum Essen hätte. Spur lesen. Zweig aufheben. Spur lesen. Hallo. Will er nicht. Aha, da. Und da. Also ich bin schon richtig hier. Irgendwo hier muss der Wapiti sein. Nur leider habe ich mittlerweile so großen Hunger. Ich kann nichts mehr erkennen. Offensichtlich rechts an der Seite sieht man auch diesen Parasitenbefall. Und dass der so langsam abnimmt. Seht ihr den grünen Kreis drumherum? Diesen dünnen grünen Kreis? Ich glaube, der signalisiert, dass der Schaden quasi den Wapiti. Aha, hier geht's lang. Den der Wapiti quasi. Quatsch. Der Schaden, den die Parasiten ausgelöst haben, der vergeht so langsam. Spur. Also ich bin hier schon auf der richtigen Fährte. Man sieht das. Ich folge dem Wapiti. Genau, da geht er hin. Da geht er entlang. Ist das ein Wolf? Oh shit, Mann. Diese scheiß Wölfe gehen mir auf den Sack. So, wo ist die Spur? Da ist die Spur. Da geht's lang. Aha, da ist die nächste Spur. Eigentlich wäre das ganz gut, wenn ich bloß nicht dieses scheiß Wasser getrunken hätte. Würde viel mehr Spaß machen, wenn die Grafik schön scharf wäre. Oh, es regnet. Und ich hätte genug zu essen. Watkins Pond. Hier, Spur lesen. Da geht's hoch.
hier runter. Ein Zweig, Laub. I should move silently. Aha, offensichtlich bin ich nicht so weit weg. Versuchen wir mal, uns langsam fortzubewegen. Ah, da ist er entlang. Spur lesen. Ich kann ihn noch nicht sehen, aber ich sehe gerade ohnehin fast nichts. Mir wird förmlich schwarz vor Augen. Aha, ich kann was hören. Ich habe aber irgendwie... Ah, da ist die Fährte. Da ist die Fährte. Mann, das ist ja hier ein Kampf auf Leben und Tod. Und zwar nicht nur für den Wapiti, sondern auch für mich. Ich bin hier halb am Verhungern. Und dann ist auch noch so scheiße Wetter. So. Wow, ich sehe so schlecht. Aber da ist er. Eindeutig. Beim Ritzenschlauch pflücke ich auch noch schnell. Und dann schleiche ich mich mal da so hin. Da, schaut mal. Das muss das sein. Der Große. 100 Pro. 100 Pro, das ist er. Der sich jetzt so geschickt hinter dem Baum versteckt. Jage den Ziel, Wapiti. Nein! Wie jetzt? Das kann doch gar nicht sein. Wo ist er jetzt hin? Scheiße. Oh nee. Zweige. I think I heard something. Hä? Wo ist er denn hin? Ich war doch so schön leise. Fuck off. Pilze hat's auch keine. Ich hab voll Hunger. Fuck. Okay, und jetzt muss doch hier irgendwo eine Fährte sein. Moment mal, der Knabe, der ist doch nicht jetzt hier ohne Fährte. Scheiße, ich habe ihn echt schon gesehen. Hätte ich ihn bloß aus der Distanz aufs Korn genommen. Mann, diese scheiß Parasiten. Da ist die Fährte. Da ist eine Fährte. Hier. Also, da müssen wir wieder loslegen. Mal gucken. So, der ist jetzt da entlang gegangen. Da haben wir wieder eine Fährte. Spur lesen. Offensichtlich irgendwie geradeaus. Das ist keine Fährte. Ich sehe auch kein Echinacea. Junge, Junge, meine Lebensenergie baut ganz schön ab. Ich glaube, ich muss echt mal was dagegen tun. Vielleicht sollte ich wirklich mal ganz kurz einfach das essen, was ich zur Verfügung habe. Das bringt immerhin ein bisschen was, sodass ich jetzt mal wieder ganz kurz scharf sehe. Also das finde ich ein bisschen arg krass so mit dem Parasiten, dass das so dermaßen reinschlägt hier. Und irgendwie habe ich jetzt auch die Fährte verloren. Da ist sie, da ist sie. Sie will sich nicht zeigen, die Fährte, aber da ist sie, hier. Ah, seht ihr? Ist hier so zwischendurch. Da ist auch irgendwo eine, hier. Auch da entlang, genau, hier entlang. Da ist die nächste. Also sprich, einfach erstmal hier so mitten durch. Das finde ich ganz interessant gemacht, so mit diesen Fährtenlesen. Das ist nicht so schlecht. Oh, Hase. Spur. Mitten durch. Was war das? Hier war irgendwas zum Sammeln? Nee, war nur eine Spur. Spur. Okay, wir gucken mal, wohin uns das führt. Jetzt habe ich die Spur irgendwie wieder verloren. Ich gehe mal noch ein Stück. Da. Da. Weiter geht's. Genau, hier entlang. Bärenstrauch nehmen wir mit. Gleich futtern. Ah, noch ein Bärenstrauch, sehr gut. Sonnenhutpflanze. Ist aber nicht Echinacea, ne? Doch!
Alter, das ist ja toll. Echinacea, Echinacea. Okay, haben wir nochmal irgendwo eine? Das wäre ja genial jetzt. Ich glaube, ah nee, die Berberitzen habe ich aber gegessen, gell? Oh, shit, Mann. Okay, was haben wir hier? Spur. Da entlang. Gucken wir mal. War hier noch irgendwo Echinacea? Sieht nicht danach aus. Aber ich bin nah dran. Das ist nicht so schlecht. Das wird langsam. Ich glaube, niemand braucht jemals so lang für die erste Mission wie ich. Was ist das da? Baumstamm. Das da? Felsen. Beeren? Nein, leider nicht. Wo ist denn jetzt die Fährte hin? Irgendwie habe ich die Fährte verloren, glaube ich. Shit, kann sie nicht mehr sehen. Also nochmal ein bisschen zurück. Ich würde natürlich gerne alles auf einmal irgendwie packen, wenn es geht. Also sprich die Fährte, Echinacea. Das wäre natürlich schon geil. Ich guck mal schnell, ob ich hier so ein paar Beeren finde. Jägergespür kann ich nicht anwenden, ne? Nee, geht nicht. Das ist halt schon doof. Jetzt habe ich dieses Wasser getrunken, das Verdorbene. Und dadurch ist die ganze Scheiße mit der Echinacea... die ganze Scheiße mit hier... Felsen. Mit dem Jägergespür zum Beispiel, jetzt kannst du halt komplett knicken. Naja, gut. Okay. Also hier war die letzte... Irgendwo hier war die letzte Position von dem Wapiti. Oder? Bärenstrauch, finde ich schon mal gut. Da haben wir noch einen. Das ist doch auch noch einer, oder? Jawohl. Boah, ich stopfe mir erstmal einen Ranzen voll hier. So. Sind jetzt zwar keine Berberitzen, aber egal. Damit habe ich jetzt schon mal wieder, bin schon wieder im grünen Bereich. Zumindest ganz kurzfristig. So, jetzt brauche ich nochmal die Fährte. Verdammte Scheiße. Jetzt habe ich irgendwie die Fährte verloren. Da ist sie doch, die Spur. Da führt sie hin. Da geht sie hoch. Hier, blau. Habt ihr gesehen? So, da haben wir auch Spur. Und dann hier. Hier ist noch eine. Geht dahin. Da war auch gerade wieder hier Spur, Spur, Spur. Da haben wir hier eine am Boden. Na, der Weg stimmt schon, aber ich glaube, die sind durchs Wasser gegangen. Kann das sein? Ja, ja. Die sind irgendwie durchs Wasser. Müssen wir mal gucken, ob wir am anderen Ufer irgendwo die Fährte wieder aufnehmen können. Felsen. Da! Hier. Mhm. Hier. Hier. Aber sehen kann man sie noch nicht, ne? Nee. So, dann haben wir hier nochmal ein Stückchen Fährte. Da auch. Da. Dieses Fährtenlesen finde ich nicht schlecht gemacht, muss ich schon sagen. Meistens geht es natürlich mal schnurstracks geradeaus, so mehr oder weniger. Ah, ich wünschte mir nur, ich hätte dieses Wasser nicht getrunken, beziehungsweise ich wüsste, wie man es abkocht. Das habe ich nämlich auch noch nicht rausgefunden. Ja, seht ihr, jetzt habe ich, gerade sage ich es, schon fangen die Probleme wieder an. Jetzt hier gibt es nämlich kaum Büsche. Ich habe auch keine Pilze gefunden. Der Tag nähert sich auch langsam dem Ende. Baumstämme. Sollte ich hier vielleicht ein Lager aufschlagen? Ich habe Stickies, ich habe Baumstämme. Ich könnte es eigentlich fast wagen, ne?
Ich meine, mal ganz im Ernst, das ist, läuft gerade nicht besonders rund. Okay, Baumstämme, ich brauche 3 Baumstämme. Pass mal auf. 1, 2 und dann haben wir hier nochmal einen da hinten. 3. Und damit kann ich jetzt ja zumindest schon mal ein Lager aufschlagen. Das ist nicht richtig geil, ich weiß. Aber das machen wir jetzt einfach. So, jetzt steht es da. Krumm und schief, so wie ich es gern habe. Lagerfeuer würde ich gerne anzünden. Kann ich aber nicht, hauptwahrscheinlich, ne? Genau. Wobei doch. Ah, nee, das, da brauche ich jetzt schon wieder. Oh, improvisierter Zunder. Brauche ich Stickies. Stickies und Baumstamm. Also, Stickies, Stickies und Baumstamm. Und jetzt bin ich halt wieder an dem Punkt, wo ich leider dadurch, durch die Angelegenheit mit dem Wasser echt in Schwierigkeiten bin. Also, da habe ich mir jetzt diese ein, zwei Episoden so ein bisschen versaut. Leider. Durch dieses blöde Wasser. Aber jetzt sehe ich hier nichts mehr, so richtig. Und nicht nur das. Ich kann auch mein Jägergespür nicht einsetzen und dadurch wiederum bin ich echt in Schwierigkeiten. Mal Laub. Wo? Hier. Laub, da haben wir die Fährte. Gut, also wir sind zumindest in der Nähe. Oder was soll ich sagen, in der Nähe, aber doch zumindest sind wir... Irgendwie in der richtigen Richtung zumindest. Jetzt fängt halt wieder die Scheiße mit den Stickies an. Das ist echt, das ist nervig. Das ist... Oh, da. Sticky. So. Jetzt hat die Frage, wie viele Stickies brauche ich eigentlich? Aber ich brauche schon so immer... Ich brauche immer ein paar. Leider habe ich aber schon wieder Hunger. Wie ein Bär. Und leider kann ich auch nicht. Ah, Laub und Stamm. Leider kann ich auch nicht jetzt hier dieses improvisierte Magenmittel einsetzen, weil zu wenig Berberitzen und zu wenig Echinacea und von allem zu wenig. Das ist natürlich alles ein bisschen suboptimal. Aber gut, jetzt machen wir hier erstmal. Pass mal auf, wir machen mal das da. Das da. Und damit kann ich jetzt immerhin schon mal ein Lagerfeuer herstellen. Okay. Anzünden. Feuer anzünden. Gut. Jetzt würde ich gerne was zubereiten, nämlich Pilze. Dafür brauche ich wieder einen Sticky. Ich stehe hier neben dem Stamm mit lauter Stickies dran und kann keinen einzigen abbrechen. Ich raste aus. Okay, aber da unten gab es ja ein paar Stickies. Vielleicht habe ich ja Glück und finde nochmal einen. Tyrilü. Felsen. Ah, okay. Hier vielleicht irgendwo. Da ist auch ein Hasen. Ich glaube, ich bewaffne mich mal. Also nicht aus Angst vor Hasen. Aber vielleicht kann ich wirklich einen erlegen. Aber wenn ich schon schlecht sehe. So völlig blöd wäre das ja nicht. Dann könnte ich mir nämlich so ein Hasenkotelett heute Abend mal auf die Pfanne hauen. Oh, das sind Stinktiere. Vor denen halte ich mal lieber Abstand. Wahrscheinlich gleich das nächste Problem. Reicht nicht, dass ich dann hier mich irgendwie halb vergiftet habe, sondern bekomme dann auch noch Stress mit den Stinktieren. Die werden mich dann vollends vergiften. Mann, keine Stickies, nichts. Nichts zu wollen. Keine Beeren, keine... Oh, hier. Stick. Na, super. So, das heißt, ich kann mal ein bisschen... Eine Portion Pilze kann ich mir zumindest herstellen. Oder, weil es vielleicht noch nahrhafter wäre... Oh, Berberitzen. Sehr gut. Ah, 2. Was haben wir denn sonst noch so hier? Das ist nichts. Ich denke aber, da wo es einen hat, da müsste es ja noch mehrere haben. Das ist ja wie in der Natur. Oh, jetzt habe ich hier wieder was entdeckt. Was ist das da? Ah, Stinktiere. Ich esse doch kein Stinktier. Das ist nix. Das ist auch nix. Jetzt muss ich auch langsam mein Camp wiederfinden. Aber es brennt so schön da hinten, das Lagerfeuer. Gut, also es läuft eher so semi. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Aber es liegt jetzt weniger am Spiel, sondern vielmehr am Spieler. Beeren, Sträucher. Also zumindest Sträucher haben wir hier jede Menge, aber keine Beeren. Nee. Okay, was haben wir da? Das sieht ja komisch aus. So ein Wegweiser, oder? Ah. Okay. Haben wir hier noch irgendwas, was wir noch so einsammeln können? Auch nicht. Na gut, bald habe ich ja diese Infektion mal überstanden. Wie mir scheint. Dauert ja nicht mehr allzu lang. Ich bin auch schon halb tot, wie man sieht. Alles auf gelb. Aber das Spiel ist ziemlich gnädig mit mir. Könnte natürlich alles schon deutlich schlimmer sein. Ist es aber nicht. Trotzdem schade, dass man hier quasi aufgrund einer so einer kleinen Gameplay-Schwäche quasi fast über den Jordan geht. Ich fände es ja mal schön, wenn mir mal jemand erklären könnte, wie man hier Wasser abkocht. Weil das Feuer habe ich schon mal. Muskelzerrung. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, ich werde hier sowas von sterben. Okay, pass auf. Machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Lagerfeuer, interagieren, zubereiten, Pilze. Ab geht's. Zwei Einheiten kann ich immerhin machen. Dann versuche ich doch mal mit denen hier irgendwie klarzukommen. Schau mal ganz schnell hier in die Gesundheit rein. Beine. Muskelzerrung. Improvisierender, entzündungshemmender. Was? Entzündungshemmender hilft bei schmerzhaften Verletzungen. Toll. Was muss ich dafür wieder hier beibringen? Baumstamm und Echinacea. Was? Baumstamm und Echinacea. Und sauberes Wasser. Alter, schaut euch mal an. Boah, ich bin da. Das nervt mich. Das nervt mich jetzt schon. Jetzt bin ich hier innerlich vergiftet. Muskelzerrung. Toll. Echt toll. Ich werde sowas von sterben. Und schaut mal, meine Lebensenergie baut jetzt echt ab. Nicht mehr nur ein bisschen, sondern so richtig. Versuchen wir mal schnell, diese Pilze zu essen. Und dann schauen wir mal weiter. Gegrillte Pilze. Verzehre. Zack. Und nochmal. So, hat fast nichts gebracht. Seht ihr das? Boah, das nervt. Das nervt. Aber immerhin, meine Lebensenergie ist wieder ein bisschen angestiegen. Also insofern hat es schon was gebracht. Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass man hier die halbe Zeit auf der Suche ist nach Stickies und die zweite Hälfte einfach nur versucht zu überleben, ist schon ein bisschen schwierig. Aber gut, ich mache jetzt mal einen Cut. Wir werden dann hoffentlich morgen irgendwie mehr Erfolg haben. Es geht hier, für mich geht es jetzt schon ums nackte Überleben. Ich speichere mal ab. Speicherplatz 5. Jawohl. So, und morgen geht es an dieser Stelle weiter und dann sehen wir gemeinsam, auf welche fantasievolle Art und Weise ich sterben kann. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Es gibt ja eine Episode, wird es noch geben, da bin ich sicher. Mal sehen, ob es da noch mehr gibt. In diesem Sinne, mein Name ist Captain Bam, ihr seid die Besten, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.